Machen weiter. So, hallo, willkommen zur nächsten Folge von High Five Noon. Ein Projekt, das ausnahmsweise ein bisschen länger sein darf, weil das ist Emperor Fourfold und der darf das anscheinend bei mir. Und ja, machen wir aber mal weiter. Schuppi. Da geht es in den optionalen Dungeon. Wir gehen anscheinend nach Jerusalem. Ich meine, in den Innenhof. Ich meine, verprügeln wir den Typen da. Da finden wir Sachen. Mit Rengi, Wengi, Dengi. Das kann uns ja nicht schaden. Naja, es wäre ja schade, wenn man in einem Fanmade-RPG nicht in deinen optionalen Dungeon gehen würde. Für die Wendigkeit eines Verbündeten? Okay, ich... Ich? Ja, renn schneller, du Arsch. Meine Agi wurde erhöht. Wieso verliert eigentlich immer sein Gleichgewicht? Ich will hier immer nur umkloppen. Dann durchdrehen. Rüdiger, du schießt einfach ein bisschen weiter mit der Dünner Blaster. Ich weiß auch gar nicht, ob das, was ich mache, gut ist, aber ich kann mich auch heilen. Gut. Gut gemacht. Alle werden sauer. Rüdiger schießt mit der Dünner Blaster und macht 280 Schaden. Okay, das war super, Rüdiger. Gut gemacht. Löhn. Rüdiger, löhn. Aber in der Umkehrschluss ist auch nicht so schlimm, wenn ich nicht jeden einzelnen Gegner leicht töte. Wer ist das denn? Wer ist das? Wieso stand er da in der Ecke? Der hat mir Angst gemacht. Okay, erstmal machen wir mal Rengi, Bengi, Dengi. Und dann ballern wir. Rüdiger, baller mal normal. Du brauchst. Ich würde gerne deine MP füllen, damit du die auffüllen kannst wieder. Auffüllen, um aufzufüllen, das ist wichtig. So. Ja, also Manu ist mit Abstand der schnellste. Und Rüdiger ballert mit Abstand sehr gut. Okay, Rüdiger, du musst mal genesen. Du kannst so Richter dichter machen. Sehr gut, jetzt ist es soweit. Mach mal einen Mana aus dir raus. Rüdiger schaut den Gift rein. Sehr gut, du hast wieder ein bisschen Mana dazu bekommen. Also Rüdiger kann sich im Notfall Mana regenerieren, wenn es drauf ankommt. Das ist schön zu wissen. Aber der Minotauro macht auch ganz schön Schaden und wird auch nie getroffen von Rüdiger. Das ist ein bisschen schade, dass er echt so oft nicht getroffen wird. Das ist ja wirklich sehr traurig. Also heilen wir uns alle wieder. Gut, zum Glück hat Rüdiger die zusätzlichen HP jetzt durch den Ronald McDonald Kampf. Die hat er echt gut gebraucht. Also diese 150 Leben, das ist einfach mal 50% drauf. Das ist nett. Auf jeden Fall. Schnell zu verbieten, ne? Gut. Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger. Ich war nicht wütend, nein. Ich war nicht wütend. Ich habe eine coole Zeitungssonnenbrille hier. Oder allgemeine Zeitungsbrille. Die ist versteckt. Ich sag nicht, wo ihr sie findet. Das ist wieder Schatz von One Piece oder so. Ich gehe jetzt hier rein. Löhn, löhn. Was ist denn hier drin? Hey, cool, hier ist doch Geld. Löhn gefunden. Da ist gleich auch noch Geld. Nichts drin. Weiß nicht, was da ist. Sonnenhof betreten anscheinend. Ist hier Alex? Ist es Vanessa? Okay, der war gut kombiniert. Muss ich hier lassen. Ach, fickt euch doch. Okay, können wir den überhaupt besiegen? Ich habe Rüdiger mit dabei. Das bringt doch mit Rüdiger gar nichts. Das ist doch zu schlecht dafür immer. Okay. Ja, lass mal gucken, ob wir das nicht vielleicht doch hinkriegen. Barrel Roll, Furzen, Barrel Roll. Okay, Rüdiger, du machst das schon. Gut. Und ja, Manu, du haust einfach mal drauf. Hey, cool, gleich viel Schaden gemacht. Und Rüdiger macht den Barrel Roll und wird natürlich super stark. Das kann ihn nicht schaden. Ein kleiner defensiver Buff ist sehr, sehr gut. Gut, und du kannst einfach weiter ballern, Rüdiger. Eigentlich könnt ihr alle erstmal ein paar SP wieder aufbauen. Bevor ihr überhaupt irgendwas versucht. Rüdiger, du triffst damit fast nie. Das ist dein Hauptproblem an der ganzen Geschichte hier. Gut. Ja. So, also, oh. Das ist schön, wenn du damit triffst. Alter, Rüdiger trifft damit echt fast nie. Aber warum? Heißt das, wenn er trifft, dann macht er super heftigen Schaden? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich rüste gleich erstmal wieder um. Damit Rüdiger auf jeden Fall wieder trifft. Weil Rüdiger hat kein Mal getroffen mit den... Ey, ich habe einen HP Baxter bekommen. Sehr gut. Gut, gut. Toller optionaler Boss, aber ich glaube, wir sollten wieder weiter mit unserer Mission machen. Tja, nee, das sollten wir wohl wirklich machen. Ja, also, ich fand den gut. Ich weiß nicht, was der ist so magierend, dass Rüdiger nicht trifft, ist nur bei dem so. Okay, alles klar. Deaktiviert der Spiegel. Scans ergeben, dass er einzeln zu verwenden wird, um den Pflanzenwachstum zu begünstigen. Vietnam Flashback. Deaktiviert der Spiegel. Scans ergeben, dass er einzeln zu verwenden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade bei der Sache. Ich wusste es. Hallo. Schön, dass du da bist. Okay. Dass er einzeln zu verwenden, um das Pflanzenwachstum zu begünstigen. Vietnam Flashbacks. Okay, das sind alles. Also dieselben. Okay, schön. Ich glaube, vielleicht wenn wir da runter... Nö, ich weiß noch nicht.
Aber Fluffy, wo bist du? Kapuze, okay, Fluffy ist in der Kapuze. Fluffy ist irgendwo hier, glaube ich, da ist Fluffy. Fluffy ist echt da hinten. Fluffy macht irgendwelche Fluffy-Dinge. In der Kapuze fühlt er sich anscheinend wohl. Okay, alles klar, von mir aus. Kann er da hinten ja bleiben. Solange er nicht gleich einen Amok-Sprung nach unten macht, ist ja alles okay. Aber gut, die Oberwelt war ganz klasse gewesen. War eine gute Geschichte. Ich kann ihn nur in der Webcam sehen, deshalb muss ich immer dahin gucken. Weiß ich, wo er ist. Ist er noch da? Fluffy? Was mit? Nein, nicht Headset essen, Fluffy! Das geht doch nicht. Du kannst nicht das. Das ist, du weißt ganz genau, dass ich den Jan da wegholen muss, ne? Okay, gut, Fluffy. Alles klar. Oh Gott, ey. Ich weiß nie, wo. Ich weiß nicht, wo er ist, ey. Okay. Er ist wieder in der Kapuze, okay. Hier ist eine Pyramide. Oh mein Gott, wir wissen gar nicht. Nee, da geht bestimmt nicht wieder rein. Zumindest nicht so lange die Möglichkeit gibt, in Dunkelland nicht sofort zu sterben. Das ist gut. Okay. Also klein. Fluffy ist klein, ja. Ja, aber wir müssen da rüberkommen. Haben wir wirklich was übersehen? Bisher ging doch alles ganz gut. Vielleicht hilft zurückgehen, aber so hoffnungslos. Ich sehe keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Fluffy? Fluffy mag es sehr gerne, in der Kapuze zu sein. Das ist alles, was ich weiß. Er mag diese goldene Kapuze anscheinend sehr, sehr gerne. So. Alles klar. Aber, warte mal, wer war das eigentlich gewesen? Wer bist du? Servus miteinander. Ey, das ist der Gaudi, Mann. Ey, was zur Hölle, Gaudi, Mann? Was machst du denn hier? Na, was schon? Ich habe vor kurzer Zeit einen Brief erhalten, dass ihr Hilfe bei der Bekämpfung des Dunkellandes braucht. Nun, hier bin ich. Ausgestattet mit genug Dunkelscouter für uns alle. Amok springen. Na, hier wird nicht Amok gesprungen. Hier wird nicht Amok gesprungen. Okay. Toll, Fluffy. Gott, das ist Gott, about this power level, it's over 9000. Nee, Rüdiger, das Gott erlaubt euch, die Gefahren des Dunkellandes zu sehen. Das ist aber nett. Eine Besonderheit, die alle Dunkelländer aufweisen, ist nämlich, dass sie im Dunkelland die meiste Zeit unsichtbar sind und etwa Gefahren aufzulauern. Wo ist er hin? Okay, du erst bei dir, okay. Könnte es Minx sein, Matze, okay, alles klar. Er guckt gerade auf die Schulter, manchmal ja. Fluffy in Nahaufnahme, please, ja. Also ich habe keine Hände frei. Das muss die andere Verrückte da tun, die Hamster überhaupt wieder die Aufnahme mit reingebracht hat, aufzulauern. Das ist ja schön und gut, aber wir brauchen nicht Dunkellandia und die Dunkelländer zu besiegen. Um die Dunkelländer zu besiegen. Ja, aber deshalb sollen wir zuerst nicht bekämpfen, aber mit Hilfe des Scouters können wir sie spielen umgehen. Der helle Wahnsinn, da hat Scouter auf und nix wie los. Die Gruppe setzt die Dunkelscout, damit es nur möglich ist, das Dunkelland zu betreten. Das Dunkelland, Fluffy! So, Fluffy, sei mal lieb. Fluffy, sei mal... Fluffy, sei... Fluffy, du stehst hier die ganze Show. Warum willst du die ganze Show stehen, Fluffy? Ist das dein Ernst? Wie willst du ihn noch in die Kamera halten? So. So. Der hat schon gespielt. So, Gaudimann schließt sich der Party an. Was? Wie konnte das passieren? Okay, wir haben Gaudimann dabei. Wieso gehen wir den Scheiß? Okay, ja, ich hatte auch Angst vor dem Dunkelland, ich glaube ja. Nur ein dummes Leben, wenn man in die Kamera. Wow. Okay, wir können jetzt ins Dunkelland gehen. Und. Ey, geil, Dunkelländer erscheinen. Ey, jetzt, wo wir diese Dunkellandsfunktion haben, können wir ja einfach durchs Dunkelland gehen mit den Scoutern. Okay, los, bringen wir Dunkelländer um. Wir haben jetzt auch den. Ah, Scheiße, ich habe. Mein Scheiß nicht weitergehen. Aber vielleicht kann es ja der Gaudimann gebrauchen. Was kann der Gaudimann? Feuerwaffe, Eiswaffe, Donnerwaffe, bester Mann und Auraklinge. Ey, bester Mann, Gaudimann. Da kann er einfach also coolen Bass kaputt machen. Okay. Der klingt richtig krass und macht Feinde stumm mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Okay. Donnerwaffe. Stumm ist wahrscheinlich, dass wir nicht casten können. Eiswaffe, Anwender hält für 5 Runden die Kraft des Eises. Okay. Feuer? Feuer ist witzig. Leute abfackeln ist immer gut. Feuer, mach. Alter, die Dunkelländer sind echt stark, ey. Alter, die kriegen doch zu geil Schaden. Schon wieder.
Aber in the end, death claims us all. Also ich fand das gut, die haben es wenigstens versucht, würde ich mal sagen. Wo waren wir stehen geblieben? Oh! 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 Wir hätten speichern sollen, Leute. Wir hätten speichern sollen. Ich bin mal kurz pausiert und gehe wieder dorthin, wo ich vorher war. Leute, ich bin irgendwo. Ich mache mal die Aufnahme wieder an. Ich verkaufe gerade Waffen. Gut. Um dafür Geld zu kriegen. Das mache ich diesmal so. Von uns Stab habe ich auch verkauft, weil ich bin doof, weil so welche Angelegenheiten. Wahrscheinlich könnte ich nochmal irgendwann gebrauchen. Den Dinner Blaster habe ich wiederbekommen. Ne, den Dinner Blaster brauche ich nicht mehr. Egal, ich habe den Wand of Gamelon verkauft. Es tut mir leid. Die sind halt super, wenn der Gegner gegen Tavis schwer verwundbar ist. Ja, das wird da im Moment hier wenig Sinn machen. Okay. Ja, brauchst du nicht. Man braucht, man kann dieses Elementsystem machen, aber für ein Standard-Spaß-RPG musst du sowas nicht reinmachen. Also, gerade wenn ich die ganze Saison kommentieren will und das eigentlich nur so ein Spaß für die Leute sein soll, dann musst du sowas nicht unbedingt verbessern. Das ist schon okay. So, das hatten wir eben das Gespräch. Wir kriegen jetzt gute Scouter. Und damit können wir jetzt mit dem Gaudimann zusammen Sachen machen. Mal sehen, was Gaudimann kann. Er hat einen Eisenklopper, hat einen Bodypillow, bedrückt mir den Körper, muss man irgendein Animu-Girl. Ist es fast so gut wie eine Sexpuppe? Wir haben ein Sennheiser-Headset. Ey, geil! Anime-Cosplay und Gewinner-Trophäe. Wird nur von dem Gewinner, die alles gewinnen. Ist echt so, er gewinnt echt alles. Aber weißt du was, du kriegst jetzt Pistazien von Kokos, sehr wertvoll, steigend der Mana drastisch. Ja. Gewinner-Trophäe. Ich meine, der Gewinner ist jetzt gerade gar nicht mit dabei, muss ich einfach mal sagen. Ja, ja. Der Gewinner ist nicht da. So ist es. So, diesmal speichern wir auch. So, da sind alle glücklich. Diesmal gehen wir da rein. Ja, ich habe den Zwischendungeon nochmal gemacht. Keine Sorge. Ich habe das nur kurz übersprungen für euch, damit ihr das nicht sehen müsst. Weil so bin ich zu euch. Das habe ich extra für euch rausgepackt. Ja, ja. Ich sage extra nicht geschnitten, weil geschnitten ist es... Wächter vom Wahnsinn. Echt wütend. Hallo. Anubis Wachen. Ich will das gar nicht gegen euch einsetzen. Ihr seid eh viel zu bekloppt. Gönnung. Könnte man machen, ja. Einmal um sich zu heilen. Sind hier jetzt viele Leute? Gut. Schattenloser Tritt bringt uns, glaube ich, gerade nicht viel. Wir kloppen. Und. Ach, das Feind ist stumm. Wir können es ja mal probieren. Gut. Ich weiß nicht, ob er stärker ist als seine Kompanen. Aber es könnte sein. Wir probieren es einfach mal aus. Also dunkle Männer sind echt ziemlich stark. Ey, ich frage mich, ob man die überhaupt irgendwann besiegen kann. Ich wette nicht. Nicht für dieses Kapitel von dem Spiel. Dinner Blaster macht endlich mal Schaden. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Oh, noch die ML6-Spikes. Natürlich, die müssen rein, ey. Irgendwie vermisse ich ja meinen Magic 6. Ich finde es immer noch schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Dass ich das nicht auf Band habe. Aber wir hätten damit gerechnet, dass sie das echt durchziehen. Ne? Das konnte ja keiner wissen, dass sie das echt machen. Gut. Ich kriege Wut. Kriegst du? Ich meine auch vor allem zwei außerhalb vom Kampf. Ja. Stimmt schon. So, geschafft. Ich habe auch irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Dummer Ägyptenkampf. So. Nehmen die mal alle um. Die Anubis-Wachen sind wirklich gut geworden. Die werden gut angezeigt. Wir bringen die auch gerne alle um. Die zwei hier sollen wir wahrscheinlich besiegen. Sonst werden die uns nicht direkt entgegengerannt. Gaudimann ist ganz entspannt. Nee, ich bin der entspannteste hier. Ich bin der langsamste hier von allen. Gut. Wir heilen uns. Einfach mal die negativen Effekte wegschieben. Autoabwehr. Ja, können wir mal reinhauen. Gaudimann. Mach mal ja! Eiswaffe. Jeder macht irgendwas. Alle machen irgendwelche coolen Zaubertricks. Alle rasten aus. Alle kriegen irgendwas. Ich war einfach nur die komplette Buffung gerade gewesen in der Runde. Jetzt dürft ihr alle wieder prügeln, glaube ich. Jetzt ist das Kistenlied nochmal, das heißt Jehovas Java, ey. Nochmal Magic 6. Das war ja wirklich 2010 gewesen, gleichzeitig mit Super Mario Galaxy 2. Das war richtig gemein, manchmal haben Leute reingeschrieben, so aufgefallen, Magic 6 zu Let's Play sollen wir ja Super Mario Galaxy 2 machen. Da habe ich gemerkt, wie hart die Internetwelt ist. Die Leute sagen so gemeine Dinge zu ein. Oh Gott, das ist ein Dunkelländer. Oh, nee. Nein, 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 nein. So, guck mal, die laufen einfach lang, wo sie lang gehen wollen. Die sind ja doof. Ich aber hier lang. Oh nein. Oh nein. Okay, der teleportiert einen zurück oder? Nee, der teleportiert einen.
Doch, er teleportiert also ziemlich zurück, aber in andere Länder. Leute, hier ist eine Granate. Okay, ich gehe mal hier oben lang. Aber damit hat das Spiel schon gerechnet, dass ich das versuchen würde. Ich dachte mir, so ist der längere Weg. Okay, dann nicht. Aber das ist Antipsychologie sozusagen. Dann gehen wir einfach hier oben lang. Aber hier oben ist auch nichts. Okay, tschüss. Gibt es ja noch einen Weg? Wow. Dann gibt es ja noch einen Weg, den wir lang gehen können. Das ist der unten Weg da hinten. Löhlenweg. Da unten. So, zack, zack. Und dann, zack. Ey, dann gehe ich ja immer noch dahin. Ach nee, hier ist ein anderer Teleporter. Stimmt. So, von dort aus gehe ich dann hier lang. Und dann sind wir draußen. Das ist eine Granate. So, den Dunkelländer, den greife ich nicht an. Dich greife ich an. Weil das ist 100 Liter Münzen, bis er Luigi nimmt und 80 mal Scheiße macht. Was? Okay, alles klar. Alles klar, Manu. Okay. Ich hab, Jo, damals habe ich es gerne gespielt. Ich bring's nur immer mit der blöden Erinnerung. Super Mario Galaxy 1 bin ich immer mit der sehr blöden Erinnerung aus der Kindheit, was damals aus der Schule. Die ist mir so blöd, dass ich nicht mehr darüber reden möchte, muss ich sagen. Von daher. Es ist trotzdem ein gutes Let's Play gewesen und es hat mir auch als Spiel viel Spaß gemacht, aber es gab immer diese eine blöde Erinnerung, an die ich immer denken musste. Tja, ja, ich war das Spiel immer vorbelastet. Löhlen. Ziemlich tolles Löhlen hier gerade. So. Das wird das. Und hier ist der letzte nochmal. Hier ist die letzte Gruppe. Böhm, böhm, bam, böhm. Ich muss hier eh nur kloppen. Ich mach genug Schaden. Du willst es eh nur schmeißen. Du willst es eh nur schmeißen. Okay, ja. Das Spiel, weil ich den allerletzten Stern nie geschafft habe, okay? Ach, die Geschichte wohl. Ja, das war ja der Top-Moment überhaupt für mich damals gewesen. Bei Punk Royale bei der letzten Mission dabei zu haben. Bei Super Mario Galaxy 2. Das war mein Top-Moment immer in Let's Playing gewesen für mich selber. Das war nicht damals echt ein großes Ziel. Aber Punk Royale damals bei der letzten Mission dabei zu haben, das war gigantisch gewesen. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war super. Na gut. Das sind immer mehr. Und eine weitere Kiste war irgendwie klar. Glaubt ihr, dass das der richtige Endgame-Loot drin ist? Aber natürlich. Natürlich ist das der Endgame-Loot drin. Kiste öffnen, öffnen. Am Höhepunkt für die bessere Stimmung. Okay. Ich trinke mal was. Eine Nacho-Party. Kiste erscheint, okay, lass uns die Kiste verprügeln. Das ist echt witzig, aber wieder. Ich frag mich auch, was da drin ist in der Kiste, ey. Meine ist eine Kiste im Grab vom Wahn. Da kann schon mal was anderes drin sein als sonst. Lö, zum Beispiel könnte da drin sein. Man weiß es nicht. So. Ja, erstmal müssen wir uns alle heilen, weil das bietet sich gerade so schön an. Gut. Die Kiste wurde aber nicht getroffen. Also verprügeln sie die Seite. Juhu. Muss öffnen und an mir geben. Aber es ist keine Kiste mehr. Viermal Endgame-Loot wurde gefunden. Hell yeah, Schnabeltier. Okay, Endgame-Loot. Was bringt mir bitte schön Endgame-Loot? Endgame-Loot? Na, ich gebe diese Ecke. Was habt ihr denn gedacht? Hey, geil, Endgame-Loot im Grab vom Bahn. Ey, kann das jeder ausrüsten einmal? Ey, Endgame-Loot. Geil. Ey, alle kriegen das Endgame-Loot. Alle kriegen das Endgame-Loot. Alle. I would die for that computer screen. I would die for that computer screen. Okay. Gib mir das Endgame-Loot, ey. Geil, Alter. Endgame-Loot. Endgame-Loot, ey. Wir haben Endgame-Loot, Leute. In den Grab waren bei Endgame-Loot. Endgame-Loot. Da ist einfach nur eine Treppe in die Dunkelheit. Will ich da reinspringen? Ich glaube ja, ne? Oder will ich hier nichts weiter? Kann ja einfach versuchen, in die Dunkelheit zu springen. Okay, war eine gute Idee. Manu, du solltest jetzt definitiv feiern. Hab ich, okay. Hey, geil, richtig Gaudi da drin. Meisterspeer. Nehmen wir. Wenn der Gaudi mal sagt, dass da Gaudi drin war, dann gebe ich ihm den. So was ähnliches wie das Meisterschwert, aber als Meisterspeer. Okay, gebe ich dir. Kein Ding, mach mal. Du machst das schon gut. So, Endgame-Loot.
Das war das Endgame-Loot, ey Leute. Oh, hier ist der Schrank nochmal. Dieser Schrank riecht nach Untot. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Ein Schrank kommt dir bekannt vor? Frag mich eher, wie der hierher kommt. Ist das jetzt so wichtig? Moment nicht. Der Schrank ist auch fast erst verschlossen. Vielleicht werden wir später rausfinden. Okay, hallo, komischer Steinfelsen hier. Hm. So, fertig. Das war ein enttäuschender Dungeon. Rüdiger? Nein. Ich meine, es gab nicht mal einen spannenden Endgegner. Rüdiger? Und generell habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir einen ernsthaften Gegner bekämpfen. Ich meine, das wäre doch witzig, wenn jetzt Dunkellord Hag auftauchen würde. Nein, nein, nein! Und das klappt mal, bevor wir ihn überhaupt besiegen können. Aber gut, das Spiel, Videospiel gehen nur dumm ankündigen. Ja. Ups. So trifft man sich also wieder. Toll, Rüdiger. Hast du ja wieder super hinbekommen. So absehbar, dass ihr diesen Ort aussuchen würdet. Lön, der Meister weiß um die Gefahr, die von euch lön. Okay, Moment, das ist gar nicht der Endboss. Doch, weiter als bis hier werdet ihr nicht kommen. Eigentlich habt ihr jetzt genug Lön aufgebracht, um hier zu kommen. Gut, diesmal gibt es keinen drin, aber ich warte nur der Tod. Onkel Lord Hag. Wächter des Grabs vom Bahn. Okay. Okay. Wie leidet was? Ah ne, ist das Star Fox ist holt, glaube ich. Okay. Hallo Typ, der gegen mich kämpfen will. Dunkel Lord Hag, also lasst alle eure Hoffnung fallen, das ist nur die Aufwärmphase. Einfach nur überleben. Irgendwie. Wir sollen einfach nur irgendwie überleben, durchdrehen, gönnen uns gleich was. Ah, nee, warte mal, Rüdiger? Nimm lieber mal ein bisschen Eistee und, mach dein Mana reit. So. Hier werden wir Blöden machen. Nee, hier brauchen wir erstmal einmal Kloppkraft. Und, kann einfach ein Gehuse Aura Klinge machen. Feinde Sturm, okay. Vielleicht funktioniert's. Oh! Wir haben es auf jeden Fall geschafft zu überleben. Hat's Rasse völlig aus. Gut. So. Es wird schon alles gut werden, Leute. Ich hab alles im Griff. Wir haben Eistee-Gönnung. Rede für 4 Runden einige LP der Verbündeten. Ey, siehst du, alles okay. Alles okay, Leute. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Alles gut. Gut. Hier wird weiter geklopft von Manu. Und hier wird schnelle Bewegung für Manu eingesetzt. Weil das ist doch nicht schnell genug. Renn schneller, du Arsch. Genau. Du musst noch schneller sein. Hui! Und dann machen wir eine Barrel Roll und verteidigen uns einmal. Der geht direkt nach unten, ja. Alter, wir haben alles auf der Welt irgendwie. Gut. Sumuturi-Kampfstil und du wirfst sogar einen Gegner um und machst Schaden. Okay, finde ich gut. Könnt die Autoabwehr einsetzen. Und Gaudimann, du machst Aura-Klinge, weil das bringt irgendwie voll viel Schaden. So, alles klar. Geil, er kann nicht mehr zaubern, das ist gut. Er kann doch noch zaubern. Okay. Ist halt gut. Aber wir haben noch den Dinner Blaster, keine Sorge, alles ist hier gut. Und wir heilen uns ja auch. Ha, lass die Flammen tanzen, okay. Alles klar, das ist der mächtigste Gegner, den ich jemals gesehen habe, Leute, wie ihr sehen könnt. Es ist Obst im Haus. Okay. Also es sind die Flammen, es ist ein Teleporter. Ey, geil, ein Teleporter. Habt ihr euren Kopf mir so einfach? Okay, falsch gedacht. Ich versuche nur zu entkommen. Ich versuche euch sterbliches Dasein zu verlängern. Wird mir umso mehr Genugtuung verleihen. Für den richtigen Ausgang. Okay, tschüss. Okay, tschüss, Leute. Okay, tschüss. Nein, nein. Okay, tschüss. Ich habe okay, tschüss gesagt. Der letzte ist, das ist natürlich der Teleporter, der da ganz hinten ist. Das kann gar kein anderer sein. Es muss immer der sein, der ganz hinten ist. Tschüss. Ey, geil. Schon gelangweilt, kein Problem. Bringen wir es zu Ende. Dunkel und Hack erscheint. Gut. Dann machen wir mal weiter. Rüdiger, du klopfst einfach, du hast eh keine Bestimmung hier. Und es geht weiter. Schade, die SP vom letzten Kampf werden, glaube ich, nicht mit hinzugefügt, oder? Gut. Naja, Manu. Danke fürs Steller machen. Wir werden in Dunkelheit eingehüllt. Wir sind alle blind gleich, wenn es so weitergeht. Hallo, Silafreak. Okay. Wir können überall glitschen, alles klar. Gut, dass die es tun. Ja, müssen sie nicht. Okay, ist ja richtig gut umgesetzt, ja. Ja, es wurde sich ziemlich viel Mühe bei dem Projekt gegeben. Ist ja auch Nüllen. Es geht auch nicht. Dunkellord Hag beschwört den Schatten. Rüdiger hat 99 Jahre, Rüdiger Seele wurde aus dem Leib gerissen. Eine Seele weniger. Okay, tschüss, Rüdiger.
Es war schön, dich zu kennen und so. Gut. Wir haben immerhin Rüdiger da und Dunkellord Hack ist auch... ach, die Seele, ach, Rüdiger. Können wir Rüdiger nicht einfach töten? Das ist voll witzig. Wir provozieren mal. Und wir machen eine Aura-Klinge, weil die macht so schön viel Schaden. Okay. Beleidige du mal die Leute hier. Ihr macht das schon gut. Genau. So ist es richtig. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. So ist es richtig. Okay, lieber nicht. Gut. Provozieren. Und Aura-Klinge machen, weil das sind alles riesige Dunkelhaut beschwert eigentlich schaffen. Okay. Manus auch nicht mehr da. Geht das wieder. Und sonst. Okay. Matze rastet völlig aus. Das ist gut. Gaudi-Mann und ich sind noch da. Also alles okay. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Jetzt wird gleich Gaudi-Mann mir weggenommen. Dann stehe ich da alleine vor dem Dunkellord Hack. Und hoffentlich kommt der Lukas da verprügelt, Alter. Das wäre das Wichtigste von allen. So, das ist jetzt meine Voraussage. Aura-Klinge? Dunkellaut beschwört den Schatten. Och, Manu. Keine Sheetbox, keinen drin. Nur der kalte Tod. Okay. Hey, Gaudi-Mann, du machst das schon. Du bist der letzte Überlebende. Gaudi-Mann, mach jetzt. Oder Micha, komm du mal vorbei. Ist auch geil. Dunkellaut beschwört den Schatten. Okay, tschüss. Was? Unmöglich! Aus Tja, da ist also Lukas! Oh, schade, dann halt nicht! Gott hat die Gruppe verlassen! Du, ich hätte es wissen müssen, der Meister warte über deinen Schein! Ich wusste es! Und Leute, lässt die Seele aus seiner Kontrolle, warum sie in ihren Körper zurückkehren. Alter, Max und Lukas. Lukas ist so ein Alien-Schwein. So, hey, ich dachte so, du könntest mir meine Seele nehmen, ohne dass ich eingreifen würde, was? Du bist ein Narr, wenn du glaubst, dass ich dir Rechenschaft schulde. Das wirst du bald wissen, denn ich hole mir deine Seele. Wie ist das Lukas auf einmal wieder da? Einmal Lukas. Okay. Lukas hat gewonnen. Das wird eine gute Jagd. Immer Lukas. Speichern, ja. Okay, auf Speicherstand 4. Wir sind Lukas. Hinweis: Rennen und Enter kloppen ist erforderlich, um Dunkellord Hack zu eliminieren. Gut. Okay. Dann machen wir das wohl, ne? Der Dunkellord Hack muss sie kriegen. Ja, los. Wir kloppen ihn. Dunkellord Hack erscheint. Verschwindet, bevor es dir leid tun wird. Oh, ich werde leid tun, ganz alleine, du Wurm. Ich bin echt Lukas. Oh, Lukas ist wieder das stärkste der Welt. Hasskanonade. Durchdrehen, Schattenkraft und Albtrauker, Lukas. Hier über geht doch richtig voll Schaden an. Was ist so geil, Lukas? Dann. Oh Gott, ey, wieso ist das der Kampf der Kämpfe hier gerade geworden? Durchdrehen. Okay, Lukas, du gehst erstmal richtig in Shit, ey. Hasskanonade nochmal. Weil so schön. Lukas schreit auch einfach nur toll. Dunkellord, was ist denn hier geblieben? Holt euch Dunkellord Hack! Holt euch Dunkellord Hack! Darf nicht entkommen! Darf nicht entkommen! Nein! Lukas hinterher! Lukas! Wir müssen schaffen! Wir müssen schaffen, Lukas! Hinterher! Okay! Hier nur irgendwelche Menschen schreien! Nein! Bleibt's! Was? Was? Aber ich habe ihn doch erwischt. Nein, bleib hier. Nein. Ich habe ihn nicht erwischt. Ist alles dunkel. Okay, nochmal. Jetzt sind die ganzen anderen wenigstens nicht mehr da. Ich hatte ihn eben erwischt, aber er hat das irgendwie nicht gezielt. Okay. Also die roten Flammen brauchen länger als die blauen Flammen. Das ist alles, was ich weiß. Muss ich irgendwie hinten abfahren, glaube ich. Bleib hier. Bleib hier. Okay, ja, ich habe ihn erwischt. Okay, alles klar, Dunkellord hat Dunkelländer mitgebracht. Hau ab! Flucht ist zwecklos, die will nicht von mir retten. Wieso muss Lukas eigentlich hier da sein? Töte einfach alle, Lukas, du machst das schon. Gut. Alle tot, ey, alle tot machen. So geil, die Dunkelländer sind weg. Gut. Halt auf. Piu, Lukas macht Piu. Wieso muss da eigentlich wieder Lukas spielen? Das ist immer Lukas. Am Ende ist man immer Lukas. Oh Gott, Lukas, ist alles egal. Macht Schattenkraft, Lukas. Ist schattenlos, okay. Lukas hat richtig die Angst. Oh nein, Dunkellord. Raren, du Schwein. Street Fighter Fight, ey, echt. Es wurde an alles gedacht. Gut. Was macht die Kacke weg? Holt ihn euch. Holt ihn euch. Ich kriege dich, Dunkellandmann. Ich kriege dich, du Arsch. Nein, du musst mir nicht hinkommen. Oh, war das der falsche Weg? Trial and Error. Okay. Okay, gehen wir nochmal hier lang. Machen wir die Kacke hier kaputt. So, ich gehe mal hier unten lang.
Okay. Ja, nee, noch bin ich hier besser. Ja, hier geht's besser lang. So. Das sieht euch, guck mal, das war doch der richtigste Weg, der richtigen Wege gerade. Gut. Kommt der nicht hier irgendwo? Doch, da ist er doch. Finish him! Finish him, okay. Naja, Dunkelender. Dunkellord Hack blutet, der Dimensionsstrudel Lukas und Hack mit sich reißt. Voll dumme Dramatik. Du warst das noch. Schweine, die wollen dieses aus, Hack. Wie immer. Und wieso ist Lukas der mächtigste, epische Krieger aller Zeit auf einmal? Das geht aber überhaupt nicht. Der Lukas wird einfach nur sagen, fick dich, du Arsch, und dann würde er ihn töten. Wieso muss eigentlich Dunkellord Hack so hinterher rennen? Wieso ist dann eigentlich wieder Lukas? Wieso rennen die anderen weg? Am Ende ist dann immer Lukas. Dumme Tradition bei Matze Rollenspiel geworden. Am Ende ist dann immer Lukas. Lukas. Ziemlich witzig. Ich mach gleich Albtraum, wenn es so weitergeht. Oh Mann, ey. Am Ende ist dann immer Lukas. Ey, töte die doch gleich alle, weil die alle zu lange brauchen zum Angreifen. Gut. Na gut, ich mach noch eine Runde. Ey, was mit Dunkelend? Was? Könnt ihr es nicht lesen? Könnt ihr es nicht lesen? Das ist immer schön, aber... Wisst ihr, wenn ich ein neues RPG machen würde, würde ich immer sicher, dass ich erstmal eine Placebo-Zeile machen würde. Damit da nicht viel Bekloppter tippt einfach. Gut. Alles klar. Oh, Lukas so krass grün ist, weil das das geheime Bild von ihm ist, wo er richtig mächtig ist. Ich glaube, das ist Percy. In der Hulk, in der Percy. Ja, kloppt immer weiter. Gut. Mach jetzt Hasskanonade, wird die aufhören, mich anzugreifen. Geht einfach alle tot. Dann kommt Hulk, Mama. In der Hulk, Mama. Angry now. Oh. Ziemlich witzig. So, mach einfach weiter. Ich will nur noch einmal Albtraum sehen. Hoffentlich rennt er nicht wieder weg. Kriegen, kracken, kriegen. Okay, mach Albtraum. Einschlafen, anfälliger für irgendwas. Gut. Schläft doch immer. Okay, jetzt können wir ihn verprügeln. Gut. Mach irgendwelche krassen Sachen, Lukas. Ja. Okay. Wir können ihn töten, ey. Wir können ihn töten. Aber er beschwört die ganze Zeit Schatten. Das ist der heftigste Kampf gerade. Gut. Er ist tot. Lukas war siegreich. Lukas war siegreich. 6500 XP, 900 Geld. Was? Warum? Halt, kein Ding, schließ aus, Zerstörer. Okay, alles klar. Okay, bei Lukas ist das okay. Haben sie die schwach. Unterdrückt das Unwehr. Wieso ist das dramatischste Ende aller Zeiten? Du gewonnen hast, Luke, ich weiß, dass ich gewonnen habe. Ist auch sehr gewöhnlich. Nein, tot, Qual, wahrscheinlich. Was? Nein. Oh nein, Lukas wurde geeisplatscht. Und jetzt in ein Kristall. Ich sehe, wie ich es geplant hatte. Das war natürlich so stärker als die Seiten. Nun, da Hack ihn geschwächt hat. Okay. Wie gehen wir weiter vor? Phase 1 des großen Plans wurde eingeleitet. Informiert Dunkellord Dummrese, damit er vom Freeze-Land gestartet werden kann. Dunkellord Hack wird zum Vorposten zurückbauen, auf dass er sich dort wieder regenerieren kann. Ja, wir sehen, wo es beendet. Aber die Gruppe, sie haben das Dunkelandium. Wer soll ihn aufhalten? Wir können uns nicht mehr aufhalten. Die Wege werden sich mit unseren kreuzen. Wir werden den Plan nicht mehr gefährden können. Dabei habe ich bereits Vorsorge getroffen. Ansonsten, fortfahren wie gehabt. Wachen. Ich werde die Gefangenen sicher in sein neues Haus zurückführen. Jawohl, Meister. Ey, welche Halo, Leute. Löhn? Der ist ein Reefback. Schade. Ja, Dunkelland ist weg. Bin ich der Reefback? Und so endet es also. Wäre Bahn nicht zerstört worden, hätte das den Weg zur Weststation deutlich erschwert. Warum eigentlich? Ich meine, warum explodiert es überhaupt? Vermutlich wegen Lukas. Die magische Energie, mit denen er Hack bekämpft hat, müssen enorm gewesen sein. Ob er das überlebt hat? Lukas, überlebt doch alles. Ich eigentlich meinte ich Dunkellord, Hack.
Aber naja, irgendwie glaube ich, dass wir vorerst nicht mehr so schnell wiedersehen. Vorerst der Dunkle Lord mag besiegt sein, aber seine ominösen Meister kennen wir immer noch nicht. Tja, das werden wir irgendwann herausfinden. Gut. Aber nicht jetzt. In der Blüh. Okay. Okay, alles klar. Blüh. Okay. Okay, wir sind Zugmann. Ich glaube, High Five Noon, das war's gewesen, ey. Beginning. Ein Maschinenmaker VX-Projekt von VVL, Julia Barbary. Beta-Tester, Buchstabensalat, Rufstörner, Free Jazzer, E-Dragon, Bettbaron. Erfahrung, ohne es zu wissen, okay. Customs-Files mit Material. Buchstabensalat, E-Dragon, Ghost-Helm, Alufe, Sneakster German, Just Winner, Kaskelschatten, Katzen, Socke. Ich kann sagen, 5 Acker, Lukas, Kaui, Mann, Neon Skywalker, New York, LP, Acker, Konsolenpacker, Mats Long. Yeah, Lukas ist nun gefangen, ja. Lukas ist gefangen, wir wissen nicht, was aus Lukas wird. Das sind für 2 Soundtracks, welche ich für High-Five-Minuten geplant hatte. Ja, nochmal vielen Dank, war wirklich super von dir. Du bist wirklich Donkey Kong, Arena, Orchestral und all möglicher anderer Kram. Warum auf einmal Englisch? Okay. Also, das war unser Projekt gewesen. Und, wie soll ich sagen? Ja, muss man, das war echt einfach mega gut gewesen, das Projekt. Wurde sich sehr viel Mühe gegeben, an sehr vielen Stellen. Alles ist perfekt gelaufen, es gab keine weiteren Probleme. Alles hat eigentlich echt gut funktioniert. Es war echt aufwendig. Also, das kann man sich mal ansehen, das Projekt. Also, das ist echt eines der besseren RPGs, die wir gesehen haben. Aber, würde nur sagen, für alle Leute, die sich das jetzt angucken und vielleicht selber was machen wollen, ihr müsst nicht sowas machen, was so super aufwendig ist. Ich freue mich auch einfach über kleine Geschichtseinlagen, die ihr euch ausgelacht habt, wenn ihr mal irgendwas machen wollt. Ihr müsst nicht immer das Heftigste von Heftigen machen. Und eigentlich soll es auch unter einer Stunde sein. Ich habe hier vorhin eine kleine Ausnahme gemacht. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß daran. Ich hatte Spaß daran. Es war wirklich schön, dass hier auch viel eigener Content mit reingepackt wurde. Und viele andere aus dieser Community. Die sollen wir eigentlich vergessen. Ich hoffe, dass ich mir diese Freude bereiten konnte. Okay. Freut mich, wenn es hier gemacht hat, Spaß war zu machen. Wir hatten Spaß beim Spielen. Wir haben das jetzt auch toll gestreamt. Und ja, das ist das Ende vorerst. Und dann schauen wir mal, ob VVL immer mal Lust hat. Nehmt es hier nicht übel, wenn ihr keine Fortsetzung macht. Das ist sehr aufwendig, sich immer wieder dafür aufzusetzen, das sowas fortzusetzen. Man kann es auch als Einzelprojekt nehmen. Aber wir können uns auch darauf freuen, falls ihr irgendwas Weites vorhat. Aber vielleicht liegt das in ferner Zukunft. Das ist so. Also, jetzt sehe ich auch den Gaudi-Mann im Hintergrund. Endlich, jetzt erkenne ich seinen Sprite hinten. Gut. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank, VVL, dass du das fertig gemacht hast. Und, wenn du Lust hast, mach mehr. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Achso, wird schon bereit. Wird bereits gemacht, okay. Und ich hoffe, ihr hattet auch alles Spaß. Ich hatte Spaß. Richtig geiles Projekt mit richtig vielen tollen Sachen. Random Battles wurden ja verkürzt. Es waren viele gute Texte da. Es wurde sich mehr auf den Plot konzentriert. Und es wurde nicht einfach so, hier ist der Kampf. Der Boss hat 1 Million Punkte. Guck, wie stark der ist, weil du da dauernd die Enter-Taste bashen musst. Nein, nein, das war schon gut durchdacht, was er da gemacht hat. Das war alles okay. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.